Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Herstellungs- und Entstehungsvideo, aber ich wollte auch mal einfach grundsätzlich was zum Thema Stanzer sagen, also sowohl zu Motivstanzern oder das ist ja jetzt kein Motiv in dem Sinne, als auch Bordürenstanzern, weil ich doch festgestellt habe, dass viele Leute gar nicht so genau wissen, wie man mit denen umgeht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Stanzmaschinen so gut ankommen, weil einfach das eigentlich unproblematischer ist. Ich gebe ja Kurse, wie die meisten von euch wissen. Also ich gebe bei Volkshochschulen oder Behindertenwerkstätten oder anderen Bildungseinrichtungen gebe ich nebenberuflich Bastelkurse und da die Maschine mitzunehmen, also diese Stanzmaschine, die wiegt sehr viel und da kann man schon auch einiges falsch machen. Das ist mir zu umständlich. Für mich sind deswegen diese ganz normalen Stanzer sehr, sehr praktisch. Deswegen besitze ich davon auch so viele. Aber wie ihr festgestellt habt, besitze ich einfach grundsätzlich sehr viel. Hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass ich seit über 25 Jahren bastel. Und wenn man sich jedes Jahr ein bisschen was kauft, kommt über die 25 Jahre auch ein bisschen was zusammen. So, das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, dass ihr ein bisschen gucken müsst, was ihr für ein Papier nehmt. Nicht im Sinne von Farbe, sondern im Sinne von Dicke. Weil dieses ganz dünne, ich sage jetzt mal Kopierpapier, das mögen die meisten Stanzer nicht. Die bleiben dann entweder hängen oder sie stanzen unsauber. Ich zeige das jetzt einfach mal, was ich meine. Ich stanze jetzt mal. Achso, und dann kann ich direkt auch das Grundsätzliche zu Bordürenstanzern sagen. Die Bordürenstanzer haben einen Bereich, wo sie stanzen und dann haben sie Bereiche, wo man das Motiv sieht. Ich hole euch mal einmal dafür mal näher ran. Und dann schiebt man dieses Motiv also weiter, bis sich das, ich hole euch mal noch näher ran, bis sich das, jetzt muss ich mit durch die Kamera gucken, man kann es aber doch sehen, bis ich quasi das Motiv genau sehe oder bis, dieses, sich das wiederholt. Also wenn es sich genau abdeckt, ich also nur noch das Weiße quasi sehe und nichts Blaues mehr, dann habe ich es genau getroffen und dann kann ich halt wieder punchen, also drücken und dann setzt sich das Motiv fort. So, und jetzt sieht das ja im ersten Moment gar nicht so schlecht aus, aber wenn ich euch das jetzt hier so zeige, dann seht ihr, dass hier Bereiche nicht gestanzt wurden und hier so hinten auch ausfransen. Ich habe, wie ihr seht, Schmierpapier genommen. Und hier seht ihr, ne, das ist nicht richtig gestanzt. Und das ist halt einfach dem geschuldet, dass das hier ein ganz, ganz dünnes Kopierpapier ist. Und das mögen die meisten Stanzer nicht. Es gibt einen Trick, wenn ihr wirklich unbedingt, weil das irgendwie ein besonders schönes Papier ist oder weil ihr da was drauf gedruckt habt oder, trotzdem einen Stanzer benutzen wollt, dann nehmt einfach zwei Kopierpapiere. Also ich führe es euch jetzt mal vor, indem ich es einfach doppelt nehme. Also ich lege das einfach mal zusammen und stanze jetzt. Also man nimmt, würde dann einfach ein zweites Papier nehmen und könnte dann dementsprechend stanzen. Also zack, weiterschieben, bis sich das Motiv wiederholt. Wieder runterdrücken, bis sich das Motiv wiederholt. Runterdrücken. So, und jetzt... Ja, hier habe ich jetzt mal einmal unsauber, aber seht ihr den Unterschied? Also ich habe jetzt hier wirklich ein sauberes Stanzergebnis. Stell mal bitte scharf, liebe Kamera. So, und das erreiche ich, indem ich das Papier einfach doppelt nehme. Dann kann ich halt einfach das andere Papier hinterher weg tun oder kann sogar beide verwenden. Und das ist halt der Trick, wenn ihr wirklich mit dünnem Papier arbeiten wollt, zum Beispiel mit Origami-Papier. Manchmal möchte ich einfach Origami-Papier benutzen, dann nehmt es einfach doppelt oder sogar dreifach. Das könnt ihr einfach ausprobieren, das merkt ihr. Wenn es zu schwergängig ist, nie mit Gewalt arbeiten. Dann wirklich eine Lage weniger nehmen, eine Lage dünner dazu nehmen, wie auch immer. Das könnt ihr aber wirklich einfach ausprobieren. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist, dass manche Stanzer hängen bleiben. Ich will jetzt mal gucken, ob ich hier den Vorführeffekt habe oder ob es funktioniert. So, das ist nämlich ein Stanzer, der bei mir sehr gerne hängen bleibt. Und jetzt letztlich, ich jetzt nehme ich mal ein bisschen wieder höher. So, und jetzt kann ich das Papier nicht rausziehen.
nicht mit Gewalt rausziehen. Wirklich nicht. Also abgesehen davon, dass das Motiv kaputt ist, was ihr stanzen wolltet. Ihr habt Reste im Stanzer. Es ist ein Elend. Meistens kann man einfach mit dem Finger reindrücken und das Ganze zurückdrücken. Man kann auch einfach eine geschlossene Schere nehmen, damit reindrücken. Na, also einfach eine große geschlossene Schere damit reindrücken. Und dann lässt sich das Papier ganz simpel entfernen. Ihr habt sogar auch das Stanzergebnis und ihr könnt wieder stanzen. Wenn ihr das häufiger habt, also jetzt nicht, dass dem geschuldet war, dass das Papier etwas dicker war oder dass zum Beispiel, wo er auch gerne hängen bleibt, wenn ihr etwas stanzt, was eine Klebebeschichtung hat. Also wenn ihr zum Beispiel quasi einen Aufkleber ausstanzt, dann bleibt der Stanzer auch gerne mal hängen. Der hier bleibt einfach grundsätzlich gerne mal hängen, also auch wenn gar kein Papier drin ist. Dann gibt es eine Möglichkeit, um ihn wieder gängiger zu machen. Und das ist mit Alupapier stanzen. Also wenn ihr einfach Aluminiumpapier, Alufolie, Entschuldigung, ja, ist auch. Also Alufolie nehmt und damit stanzt. Also nicht mit Öl oder Fett arbeiten, dann habt ihr hinterher euer Papier versaut, sondern einfach Alufolie doppelt, dreifach nehmen. Das ist ja sonst auch sehr dünn und das Stanzen, das führt dann dazu, dass diese Stanzer wieder leicht gängiger werden. Ja, das so könnt ihr ausprobieren als Trick und Tipp. So, also das ist schon mal ganz wichtig. Ihr müsst ein bisschen darauf achten, dass das Papier eine gewisse Dicke hat. Und ihr werdet auch, wenn ihr eure Stanzer häufiger benutzt, auch feststellen, welche Stanzer welches Papier lieber mögen. 120 Gramm ist eigentlich, also oder 100, 100, 120 Gramm ist eigentlich eine super Stärke für jeden Stanzer. Was ich euch noch zeigen möchte, ist, also ich habe euch ja einmal gezeigt, wie das mit den Bordüren klappt, aber ich möchte euch vor allen Dingen auch noch zeigen, dass man Bordüren ja nicht nur einmal stanzen kann, sondern auch doppelt. Und es gibt da halt größere Motive, wie zum Beispiel das hier. Die Funktionalität ist immer die gleiche. Ja, hier seht ihr das Motiv, es blendet immer ein bisschen mit der Lampe. Die Funktionalität ist immer gleich. Ich stanze, ich schiebe, na guck mal, der hackt auch. Nee, doch nicht, er hackt gar nicht. Ich habe gehackt. Ich schiebe weiter, bis sich dir das Motiv wiederholt und kann dann wieder stanzen. Und ich kann halt nicht nur eine einfache Bordüre machen, sondern ich kann die auch doppelt machen. Wie kriege ich das hin? Das ist gar nicht schwierig. Ich gucke ganz einfach, wie ist der Abstand vom Rand bis zu dem hier. Jetzt kommt wieder mein Ultimatives, was ich ja immer sage. Nehmt ein Geodreieck, damit kann man perfekt arbeiten. Dann sehe ich hier 3 cm. Dann nehmt ihr eure, wenn ihr habt, eure Schneidemaschine und könnt also 6 cm abschneiden. Also 3 cm für die eine Richtung und 3 cm für die andere Richtung. Ihr seht, ich benutze alles als Schmierpapier. So. Ich gebe mal einen Millimeter drauf oder einen halben Millimeter. Das sind so Erfahrungswerte. Lieber ein Millimeter mehr als ein Millimeter weniger. So. Und dann kann ich das ansetzen und dann arbeite ich wieder verkehrt rum, damit ich halt gucken kann. Und ihr seht, dass das passt. Ihr seht hier ganz leicht, dass ich hier ganz leicht die Lücke sehe. Und wenn ich dann stanze, dann habe ich halt dieses Doppelmuster. Und somit kann ich halt nicht nur einen Bordürenrand, sondern wirklich eine ganze Bordüre erstellen. Und wie gesagt, ihr könnt es so ein bisschen ausprobieren. Ihr werdet auch feststellen, dass es sich übt. Also, dass man halt irgendwann weiß, dass für den Stanzer brauche ich 2 cm. Man könnte es sich auch draufschreiben. Und jetzt möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es Stanzer gibt, die eine besondere Funktion haben, die ich super klasse finde. Dafür nehme ich nicht den Stanzer, sondern ich glaube den. Ich muss mal gerade einmal gucken, was ich vorbereitet hatte. Huch. Ich hatte wirklich den hier vorbereitet. Aber hier kann ich es euch auch noch mal zeigen, dass ihr entscheiden könnt,
wie ihr diese Bordüre auch doppelt stanzt. Also das hier ist der Bordürenstanzer, das ist das Motiv. Und ich kann das Motiv entweder so stanzen, dass ich zwei komplette Motive habe. Und dann kann ich auch entscheiden, wie viel Lücke soll dazwischen sein. Oder ich kann es sogar so stanzen, dass dieser Punkt, der hier in der Mitte gestanzt wird, genau auf den anderen Punkt trifft. Ich kann halt das auch noch, wie gesagt, hier die Lücke noch größer machen. Dann kann ich sogar auch noch was dazwischen stempeln. Also ihr habt hier echt alle Möglichkeiten. Und jetzt muss ich mal gerade einmal spinksen. Ja. So, das kann ich halt mit den Stanzern auch machen, mit Bordürenstanzern, dass ich halt wirklich eine wirkliche Bordüre mache, also eine zweiseitige Bordüre. Finde ich mega. Deswegen arbeite ich sehr gerne mit Bordürenstanzern. Bei dem hier, mit dem habe ich ja letztens gearbeitet, habe ich jetzt zum Beispiel einfach das Muster gedreht und nochmal reingetan und verlängert. Also solche Möglichkeiten gibt es. Das ist toll. So, und jetzt möchte ich euch anhand dieses Beispiels, was ich auch eben hier schon liegen hatte, zeigen, wie ich es hinbekommen habe, dass ich im Endhinein das Motiv ja nur habe und lediglich den Rand nochmal wiederhole. Und manche Stanzer, manche Bordürenstanzer haben für solche Techniken auch eine Hilfe. Und das sind, jetzt muss ich mal hoffen, dass er scharf stellt und dass man sieht. Sonst guckt euch mal bei euren Bordürenstanzern an. Manche Bordürenstanzer haben hier so Striche. Könnt ihr die sehen? Hier ist so ein Strich, hier ist so ein Strich. Mal gerade gucken, ob man es bei dem anderen besser sieht. Stell bitte mal scharf, liebe Kamera. Könnt ihr hier die Abstände sehen? Hier sind so Striche und hier sind auch zum Beispiel so Quadrate. Die sind nicht für ungefähr. Die haben einen Grund. Hier kann man es vielleicht auch sehen. Ja, hier kann man es gut sehen. Diese Striche, die haben ihren Grund. Und die zeige ich euch jetzt, wofür man den sehr, sehr gut nutzen kann. Und zwar, ich hoffe, es klappt jetzt, weil ich muss jetzt wieder durch die Kamera gucken. Ich nehme euch auch noch mal näher ran. Und zwar lege ich das jetzt am zweiten Strich an und merke mir, dass ich das an den zweiten Strich angelegt habe und stanze meine Bordüre. Ich habe vorher ausgerechnet, es muss 1,8 cm haben, wenn ich genau diesen Effekt haben möchte. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht den Vorführeffekt habe und unsauber stanze, sondern dass es mir jetzt auch wirklich gelingt. So, das heißt, ich stanze und jetzt mache ich ganz normal, wie ich halt mit einem Bordürenstanzer arbeite. Das heißt, ich suche das Motiv. Achte darauf, dass ich nicht so stanze, sondern dass halt theoretisch das Papier hier gerade anliegt. Ich habe jetzt hier ja nicht mehr so viel zum gerade anlegen, aber ich kann das ansonsten auch an dem Motiv erkennen. Ne? Also, dass das Motiv hier wirklich gerade ist, dass ich die Punkte von hier bis da komplett sehe und drücke. Und dann geht das Ganze auch in die andere Richtung weiter. Wenn ich zu weit rausgeschoben habe, dann immer noch mal zurückgehen, weil sonst habt ihr eine Lücke gestanzt. Das ist immer nicht so praktisch. Ich kann nicht gut sehen, ihr Lieben. Aber für euch nehme ich wieder. Manchmal gucke ich auch sehr bewusst, aha, okay, das ist zu weit. Dann müsste es so passen. Und nochmal, immer zusehen, dass ihr hier hinten gerade anlegt, weil dann habt ihr hier das Motiv nicht schief. Ne, man kann, wenn man hier jetzt hinschieben würde, wenn ich hier den Rand nehmen würde, dann seht ihr, dass es hier, also wenn ich es hier anlege, dann wird es hier schief. Ne, dadurch, dass ich ja hier auch ein bisschen was wegstanze, ist es immer wichtig, dass ich die gerade anlege. So. Zack. Und drücken. Und jetzt machen wir es auch bis zum Ende. Obwohl, nee, wir lassen so einen kleinen Griff über. So, und jetzt, na, habt ihr es euch gemerkt, drehe ich das Ganze und lege wieder am zweiten Strich an. Sollte euer Stanzer keinen Strich haben, an dem ihr euch orientieren könnt, ich lege es halt auch mal in die Kamera, ne, zweiter Strich, dann könnt ihr auch einfach das Ganze umdrehen und auf die Art und Weise das Muster versuchen zu treffen. Das versuche ich jetzt mal. Nee, ich mache mal beides. Traue ich mich das? Ach ja, komm, ist ja für euch. Dann traue ich mich das. Also mein erstes, was ich mache, ist, ich lege das auf die 2, also auf den Strich, der genau für solche Aktionen da ist.
und stanze. Und jetzt bin ich selbst ganz neugierig. Ah, es ist ein ganz klein bisschen schief, aber an sich habe ich es getroffen. Die Blume ist jetzt so ein bisschen ausgefranst, finde ich aber gar nicht schlecht. Und die Alternative, wenn ihr solche Striche nicht habt, entweder ihr malt euch einen, hey, ne, Edding und Strich gemalt, oder aber ihr nutzt den Stanzer verkehrt herum. Ihr wisst ja, ich benutze meinen Stanzer sowieso gerne verkehrt herum. Und seht zu, dass ihr das Motiv genau trefft. Seht zu, dass ihr auf der anderen Seite das Papier an den Rand drückt, dass es gerade ist. Oje, das wird jetzt spannend. Und stanzt. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen verschoben. Ach, geht aber. Auch sogar besser geworden als der erste. Schaut mal. Ja, das ist jetzt das Geguckte. Und das hier oben war das, ja, das Angelegte. Da habe ich offensichtlich nicht gut angelegt. Habe ich besser geguckt. So. Und dann danach könnt ihr, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr den ersten gemacht habt, rein theoretisch, könnt ihr dann auch wieder, was muss ich denn jetzt hin? Eigentlich in beide Richtungen. Könnt ihr dann auch wieder anlegen. Ich habe den Überblick verloren. Sekunde, ich muss mal gerade, was muss ich denn tun? Bis dahin habe ich. Und jetzt will ich weiter. So. Jetzt habe ich Mist gebaut. Okay, jetzt habe ich es nochmal gestanzt und dadurch habe ich jetzt hier fast keine Mittellinie mehr. Das finde ich doof, deswegen mache ich jetzt mal einmal den Streifen neu. So, zweiter Versuch. Zweiter Streifen. Jetzt habe ich doch Ehrgeiz, dass ich das besser mache als eben. Zweiter Strich. Gerade anlegen, stanzen. Oh ja, ich kann einfach weitermachen. Gerade anlegen. Stanzen. Entschuldigung. Das reicht mir eigentlich schon, glaube ich, für meine Karte. Egal, ich mache noch einmal. Schadet nicht. So, und jetzt ist es wichtig, dass ich drehe und natürlich die gleiche Stelle nehme. Ihr seht, ich benutze schon wieder Schmierpapier. Aber es ist eine schöne Qualität. Das ist eine Seite aus einem Verlagsheft. So. Oh, jetzt sehe ich aber schlecht. Oh, und ich habe ganz, ganz schlecht gearbeitet. Oh, der Streifen ist ein Millimeter. Seht ihr das? Was mir jetzt passiert ist, den habe ich zu breit gemacht. Und dadurch kann das Muster nicht übereinkommen. An sich habe ich gut gestanzt, aber der Streifen ist zu breit. Dann machen wir doch nochmal einen Millimeter weg. Aber wie gesagt, das übt sich. Das sieht jetzt sehr kompliziert aus. Aber auch nur, weil ich ja unbedingt diesen Rand nochmal stanzen will. So. Gucken, ob das schon zu viel war, aber es könnte passen. Ups. Rums. Tut mir leid. Dann verlängere ich das Motiv. Ist ja gut, dass ich so einen langen Streifen genommen habe. Kann ich dann einfach so. Jetzt hätte ich nur gleich gucken müssen, ne? Weil ich ja jetzt eben mir meinen Anfang verdingstert habe. Das macht aber nichts. Dann gucken wir jetzt. Hat ja eben sehr gut funktioniert mit dem Gucken. Und dann sehe ich nämlich auch, ob ich das Motiv treffe oder ob ich wieder falsch geschnitten habe. Ja, es ist... Ja, wir probieren es aus. Es ist nicht 100%. Ja, ihr müsst euch immer vor Augen halten, was ist das Schlimmste, was passiert? Dass der Papierstreifen für den Müll ist. Und mit so einer Gefahr, finde ich, kann man dann gut testen. Vor allen Dingen, wenn ihr am Anfang Schmierpapier nehmt. Ha! Ha!
Hahaha. Perfekt. Und jetzt versuche ich, das Muster fortzuführen. So wie ich es eben auch gemacht habe, nur diesmal die andere Richtung. Also die andere Seite. Richtung lustigerweise gerade auch. Ja. Ich kann echt besser. Ach, ich ignoriere das jetzt. Perfekt ist langweilig. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, sehr gut. Und da fängt es wieder an, unsauber zu werden. So. Oh, noch mal gucken, wo hier meine schönste Stelle ist. Also hier ist nicht schön. Das wollen wir schon mal nicht benutzen. Ja, und hier ist der Mittelstrich ein bisschen schmal an den beiden Stellen. Aber ansonsten, was sagt ihr? Ist doch gut, ne? Kann man mitarbeiten. So, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich diesen Kartenrolling, den habe ich mit Brusho gemacht. Irgendwann werde ich auch noch mal ein Video zu Brusho machen. Bin ich auch darum gebeten worden. Aber ich will so viele Videos machen. Ich bereite gerade ein mega tolles Video zum Thema Resteverwertung vor, wo ich selbst ganz begeistert von bin. Und jetzt kann ich das hier aufkleben. Zum Thema, wie klebe ich das auf? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir machen heute die einfache Lösung. Und zwar knicken wir es einfach um und kleben es auf der Rückseite fest. Das ist eine sehr, sehr einfache Lösung. Die Alternative ist, ihr benutzt Sprühkleber. Das geht auch. Achso, ich habe noch was vorbereitet. Hi, Sekunde. Gut, dass es mir einfällt. Weil ich hatte dann noch einen besonderen Effekt. Wollte noch mal ein Washi-Tape, wobei das hier kein Washi-Tape ist, sondern es ist, ja, ich sag mal, buntes Klebeband, um keine Schleichwerbung zu machen. Wobei ich mache auch sonst Schleichwerbung, also kann ich auch Tesafilm sagen. Und das knicke ich ja auch immer einfach um die Ecke und das gleiche mache ich jetzt hier mit. Denn ich hatte ausgerechnet, dass das genau passt. Ist das nicht toll? Hi. So, und jetzt gucke ich, dass ich das gleiche Motiv am Anfang und am Ende habe. Das muss man aber nicht. Das ist jetzt so mein eigenes Spinnertes. Knicke das hier um. Knicke das hier auch um. Warum hat sich das gelöst? So. Ich nehme euch mal ein bisschen höher, dann habe ich mehr Platz zum Gucken. Irgendwann muss ich euch mein Foto veröffentlichen, wie ich hier arbeite. Das ist nämlich auch spannend. Nehme jetzt ein durchsichtiges, kann auch das leichte Klebeband nehmen, aber müsst ihr gleich mal ein bisschen aufräumen. Und knicke es einfach um und klebe es auf der Rückseite fest. Das ist die einfachste Lösung, wie ihr arbeiten könnt. Oder wie gesagt, mit Sprühkleber. Alles andere wäre arg fummelig. Also das ist, wenn ihr da Kleber auftragen wollt, dann habt ihr aber echt was zu tun. Und was ich dann halt auch ganz nett finde, wenn ich hier sogar Abstand habe, dass ich dann halt auch wirklich sehe, dass ich da was drunter habe. Ja, dann noch ein Stempel drauf. Da habe ich mal wieder ein Stempelset von Dani Preuß genommen. So viel zum Thema Schleichwerbung. Ich nehme mein Stempelkissen und setze da einfach noch mal einen Stempel drüber. Und mehr will ich jetzt gar nicht machen. Dann kommt das Ganze auf die Karte. Ich arbeite. Arbeite ich wieder mit Abstand? Ich klebe es direkt auf.
Und fertig ist mein Kärtchen. Et voilà. Wie gefällt es euch? Ich würde vorschlagen, probiert das mal aus, wenn ihr Bordürenstanze habt. Und guckt mal, welche von euch halt wirklich diese Markierungen haben und arbeitet mal damit. Ich habe jetzt mir selbst halt schwieriger gemacht, weil ich halt nicht nur einfach das Motiv sich gegenübergestellt habe. Kommt, jetzt machen wir noch mal einmal zum Abschluss, damit ich das zeigen kann. Ich nehme jetzt mal, ich habe jetzt gar nicht gemessen. Ich nehme den zweiten Streifen, den zweiten Strich. Stanze, jetzt mache ich auch mal den Turbo hier. Oh, da war ich zu weit. Ich habe es noch rechtzeitig gesehen. Und wenn ich halt drehe und wieder zweiter Strich anlege, dann habe ich halt diesen Effekt. Und dann liegen sich halt diese Motive genau gegenüber, ohne dass ich gucken muss. Dafür, um das nochmal zu wiederholen, sind diese Striche da. Und jetzt hätte ich hier einen Streifen, um zu stempeln. Also ich kann jetzt hier wieder das Motiv fortführen. Zu weit habe ich eben gesehen, weil hier ein Stück rauskam, wo nichts war. Dann weiß ich, ich habe zu weit rausgeschoben. Dann muss ich wieder zurück. Ich sehe wieder nichts. So, also hier hätte ich jetzt die Möglichkeit, noch einen Gruß reinzustempeln. Wenn mir das zu wenig Fläche ist, muss ich einfach einen breiteren Streifen Papier nehmen. Ihr könnt euch echt Probestreifen machen oder einfach euch das irgendwo notieren, draufschreiben, drankleben, in irgendeiner Form eine Mappe erstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Und die Striche sind halt dafür da, dass das Motiv genau gegenüber liegt. Und dafür kann man dann solche tollen Bordüren machen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ich wünsche euch vor allen Dingen viel, viel Spaß beim Ausprobieren, Nachmachen. Und wenn ihr da was nachgemacht habt, dann freue ich mich immer mega, wenn ihr mir eure Ergebnisse zeigt, weil mich das darin bestärkt, halt noch mehr Videos zu machen für euch und ja noch mehr Tipps und Tricks zu zeigen, die ich halt sonst in meinen Kursen zeige, die jetzt mal einfach einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren bzw. auch offen zu legen. Bis dann. Tschüss.